Das scheinen wir alles zu haben. Aber erstmal noch hier runter. So. Hey, ob Sir Sparky ist gerade am Dingsen. In der Luftblase. Wie, kein Danke, nix. Den brauchen wir da. Schwimm durch. Moment, da sind Schätze. Alle einsammeln. Haben ja ganz schön viele Schätze, ne? Für das hier 400 brauchten, um hier überhaupt reinzukommen. Weil gerade ein Schaf mit Sauerstoffblase. Ich glaube schon. Wie viele Schätze gibt es denn hier? 400. Und wieder 3 Kugeln. Ah, komm, ein Leben. Dann fluten wir mal wieder. Aua. Okay, die fressen mich direkt. Aber das ist ja auch so ein Ding, was ich eh nicht kaputt kriege. Hä? Alter! Mich nicht. Das wollte ich einfach noch nicht. Bams. Kann ich hier auch wieder rückgängig machen hier? Scheint nicht. Dann an die Oberfläche. Guck mal, wir sind jetzt hier auf Ebene 5, heißt das, glaube ich. Da nicht mal gleich runter müssen. Zumindest sind hier auch... Na, Schätze. Finde ich nicht so eine tolle Idee mit dem Strom. Unter Wasser. Ne, ausrichten. Zack. Ich glaube, da sind auch noch. Jetzt müssen wir noch eine Krabbe. Oben, glaube ich, auch noch eine Krabbe, oder? Ja, da. Die werden wir ja auch wahrscheinlich brauchen. So, aber irgendwie kurz hier raus, weil das scheint der normale Weg zu sein. Oh, das ist ein Schaf. Ach, das ist... Ah, hier sind wir. Wir sind in der Mitte. Okay. Schaf, komm her. Ich brauche dein Schmetterling-Lebensdingens. Alter! Was ist das denn für eins? Hey, das weicht mir ja aus. So, jetzt habe ich es aber. Ah, hier komme ich gar nicht raus. Okay. Dann wieder hier lang. Der ist ja auch ein Diamantchen. Dann jetzt hier aber lang. Turbo Spyro. Ah, guck mal. Hi Spyro, du musst zäher sein, als du aussiehst, um so weit gekommen zu sein. Trotzdem wirst du nicht an den Metallhain vorbeikommen.
Ich könnte dir aber mein U-Boot leihen. Für eine bescheidene Gebühr. Versteht sich. Wie du willst. So. Will erstmal noch gucken. Ah, nee. Er ist hier nicht. Okay. Hi, Spyro. Du musst zäher sein, als du aussiehst. Ja, natürlich. Es ist ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen, Spyro. Dieses U-Boot ist zu 100% heilsicher. Ich garantiere es. Ja, wollen wir mal hoffen. Aber warum kann ich das nicht steuern? Da sind ja noch andere Sachen. Ist ja blöd. Ich dachte, kriege ich die Haie damit kaputt. Was ist das denn? Warum springt der nicht direkt runter? Alter! Da oben waren noch Diamanten und er springt sofort raus. Das ist ja richtig assi hier. Ich dachte, ich kriege jetzt die Haie kaputt. Nö. Ah, hier ist noch was. Weil jetzt können wir fluten. Vielleicht kommen wir dann trotzdem noch da hoch. Das ist das U-Boot. Und jetzt können wir jetzt nochmal die Diamanten hier gekriegt. Alter. Ah, lass mal die Haie mal in Ruhe. Kostet mich nur Leben. Ah! So, einen brauchen wir noch, ne? Wahrscheinlich können wir jetzt hier, wenn wir alle Gegner haben, die irgendwie mit Speed, Dingens, Bummens. Aber einer fehlt noch. Dann kriegen wir die Haie kaputt. Ein Gegner fehlt noch. Bin nämlich wieder hier. Vielleicht hier irgendwo eine Decke oder so. Das ist jetzt die große Frage. Wo habe ich den letzten Gegner übersehen? Blöd. Dass wir keine Kugel gekriegt haben. Unsere Welt ist wieder nass. Wir alle möchten dir diesen Talisman von Aquaria geben, damit du uns nie vergisst. Na gut, gehen wir erstmal raus. Willst du mich verarschen? Haut er dagegen den Torbogen. Wir jetzt den einen verarschen und dann denkt er, er wird verarscht. Und dabei war der echt. So. Jetzt haben wir ja alle 6 Talismane. Und mehr können wir nicht machen. Gut gemacht, Spyro. Du hast jetzt alle 6 Talismane. Jetzt geht die Tür auf. Okay, Spyro. Spring durch das Loch im Boden, um ins Verlies von Crush zu kommen. Ich helfe dir und werfe Schafe durch das Loch, falls ich sie fangen kann. Viel Glück. Okay. Hui. Bevor du das Burgverlies erreichst, Spyro, möchtest du vielleicht wissen, wie Ripta und seine Monster nach Avala kamen. Weißt du, letzte Woche in der Wintertundra hat der Professor an einer neuen Superportal-Technologie gearbeitet.
So, das ist die letzte Kugel. Mal sehen. Wir brauchen nur noch Koordinaten. Ja, wie wär's mit 22475? Mein Geburtstag. Nein, Jäger, nicht! Was? Hätte ja auch klappen können. Also, klappt hat's ja sogar. Warum könnt ihr denn nicht? Wo sind wir? Keine Drachen. Wunderbar. Rush, geh und pack meine Sachen. Wir ziehen ein. Sagt Hallo zu eurem neuen König. Professor, schalt es ab. Schnell. Oh Mann. Ich sehe den Schalter nicht. Ich glaube, meine Brille ist kaputt. Geh durch das Portal, du Idiot! Sag deinen Freunden, sie sollen die Kugeln in Avala verteilen. Schnell! Nein! Galt! Rush, hol die Kugeln zurück! Stau! Du abscheuliches kleines Wesen! Oh, warte! Es sieht schlecht aus für Avala. Jäger, warum jagst du ihn nicht? Ja, ich hätte ihn ja gejagt. Aber hat er nicht gesagt, dass er keine Drachen mag? Professor, kann uns vielleicht ein Drache helfen? Ja, ich glaube schon. Wir brauchen eine Welt, die besser dafür geeignet ist, eins dieser Wesen abzufangen. Zum Beispiel Blimmer. Krosch. Wahrscheinlich so der erste Bossgegner, wa? Weil sonst wäre das Spiel schon recht schnell vorbei jetzt. Frage, was müssen wir hier machen? Okay, er hat mich auch erwischt. So, ich habe noch nicht raus, was wir machen müssen. Ah, der hat mich erwischt. Ich glaube, zwischen den Wegen müssen wir wahrscheinlich anfeuern, ne? Okay, ja, sieht ganz danach aus. Ja, dann richtet er sich auf und dann fallen die Dinger runter. Okay. Okay, ja. Jetzt haben wir es raus. Verschiedene Plattformen macht er verschiedene Attacken. Upsala. Hat jetzt nicht gedacht, dass er dreimal drückt, weil er vorher nur einmal getroffen hatte. Hep. 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 Weg hier. Das finde ich auch noch erledigt. Ich dachte, sie würde uns Schafe geben. Ah, zu langsam.
Schnell, 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 schnell. Was? So. Ich glaube, das war's. Nein, Grunge! Diesen Dummkopf magst du ja besiegt haben. Aber Galb ist dir haushoch überlegen. Mach schon, Kleiner. Na, Galb, komm sofort her! Mach ihn fertig und mach, dass es ihm wehtut. Galb, hol mich hier raus! Bis dann, Drache! So ein Feigling. Guidebook. Quatsch besiegt. So, wenn wir wahrscheinlich wieder so 6 Talismane einsammeln müssen für den Galb. Wieder 6 für den Ryptor. Gut, jetzt mal vermuten. Liegt schon ein bisschen nah. Dieser Ryptor hat genug Ärger gemacht. Seine Einmischung kostet mich ein Vermögen. Wäre Spyro nicht gewesen, wäre ich bankrott. Wenn Ryptor hier wäre, würde ich ihm die Meinung geigen. Ich würde ihm sogar gern noch mehr antun. Ich war Bantammeister als Boxer an der Universität und kenne noch ein paar Moves. Nimm das und das. Komm her! Du! So. Jetzt sind wir, glaube ich, wirklich völlig woanders. Aber wahrscheinlich können wir wieder hier, ja, da auch wieder herbstliche Heimatwelt zurück. Weil wahrscheinlich jetzt irgendwo hier noch das Klettern lernen. Ich hätte auch die Frage, wie viel von den grünen Kugeln wir letztendlich hinterher brauchen, um unsere Heimat wieder zu kommen. So. Tut mir leid, Schäfchen, aber Sparky muss erstmal wieder bei vollen Kräften sein. Oder gehe ich hoch hier? Ja, einen Frosch nehmen. So. Gut gemacht, Spyro. Die Energie deiner Kugeln hat den Wirbelwind aktiviert. Okay. Genug Kugeln eingesammelt, um da zumindest was zu aktivieren. Das ist ja schon mal was. Aber sammeln wir jetzt eben noch hier ganzen Schätze ein. Da. Ah, da ist er wieder. Der Legende nach gibt es hier ein Portal nach C4. Und der Legende nach weiß ich zufällig, wie man es aktiviert. Wenn ich mich recht entsinne, aktiviere ich es der Legende nach für eine kleine Gebühr. Ja. Danke für die Edelsteine, Spyro. Müssen wir eh machen. Mit dem Profit eröffne ich einen Echsenburgerladen in der Skelos-Einöde. Echsenburgerladen? Hm. Also Burger hätte ich sogar Lust, aber Echsen nein. Guck mal, hier können wir wieder schwimmen. Können müssen. Bams. Wieder jetzt hier wieder 400 Schätze reinholen. Ups. Ja, rauf da. So. Hier gibt es noch einen Schatz. Und da muss man auch wieder klettern. Aber vielleicht lernen wir da endlich mal das Klettern.
weil er doch vorsteht. Da brauchen wir noch 3 weitere Kugeln.